Hallöchen, ihr Lieben, es wird mal wieder Zeit für Hilfe, ich muss aufbrauchen. Die Nummer habe ich vergessen, die steht unten drunter in dem Titel. Und zwar, falls ihr neu dazugekommen seid zu meinem Kanal, in der Rubrik Hilfe, ich muss aufbrauchen, gehe ich meine quasi aufgebrauchten Kosmetika- bzw. Beauty-Dusch-Badezimmerprodukte durch, da ich unglaublich viel davon habe und die auch mit mir umgezogen sind. Und ich glaube, ich habe mir bestimmt schon seit einem Jahr kein Duschgel mehr gekauft. Oder nein, das stimmt nicht so wirklich. Ich glaube, ich habe mir zwischendurch mal eines, maximum zwei gegönnt. Jedenfalls habe ich eine riesige Sammlung an Duschgelen und Handseifen und Shampoos und Gedönse und Badekugeln und Kram. Und dementsprechend habe ich die Rubrik gegründet, um mich so ein bisschen dazu zu zwingen, um zu gucken, dass ich alles aufbrauche. Weil dann ist ja so eine gewisse Erwartungshaltung da bei euch, gell? So nach dem Motto hier, ne? Ne? Also ihr könnt auch ruhig mal meckern, ne? Wenn es heißt, hier so, ne, hast du mal was aufgebraucht. Jedenfalls habe ich jetzt nicht mehr so einen Riesenkorb wie in meiner letzten Wohnung. Ich habe jetzt hier im Badezimmer so eine kleine Bütt. Und wenn diese kleine Bütt voll ist, dann mache ich dieses Video. Ich habe übrigens beschlossen, dass ich wirklich, anstatt ein separates Aufgebrauch zu machen, einfach alles in diese Rubrik reinklatsche, weil das meiste davon hat sich eh wiederholt. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid und so eine kleine Einführung sehen wollt oder wissen, nochmal sehen wollt, worum es wirklich geht und welche Ausmaße meine Sammlung an Duschgelen hat oder hatte, dann verlinke ich euch mal meine vorherangegangenen Videos hierzu und dann könnt ihr einfach mal gucken, ne? So, wie gesagt, Bütt ist voll, Bütt wird jetzt gezeigt und wir fangen an mit einer Seife. Fangen wir einfach mal mit der Seife an. Und zwar haben wir leer gemacht. Eine Reindeer Rock Seife. Das ist jetzt nur die Verpackung. Die bunkere ich jedes Mal, das von Lush übrigens, ne? Die bunkere ich jedes Mal, wenn ich zu Lush gehe zur Weihnachtszeit und die da das eine Mal im Jahr mal Rabatte haben. Und bunkere ich dann Reindeer Rock Seife, wenn sie sie haben. Die Snow White Kugel oder So White Kugel Badekugeln und die Santa Badekugeln. Weil ich die liebe. Und das Ding ist, ich kaufe jedes Jahr mehr dazu, aber ich komme leider nicht so häufig zum Baden, beziehungsweise in meiner letzten Wohnung hatte ich keine Badewanne. Jetzt habe ich eine, jetzt komme ich nicht so wirklich zeitmäßig zum Baden, beziehungsweise bin nicht immer in der körperlichen Verfassung dazu, sagen wir es mal so. Nett ausgedrückt. Und ja, dementsprechend ist es diesmal eher nur eine Handseife. Ich hoffe, dass bald ein paar Badekugeln folgen. Dann haben wir bei Handseifen bleibend, habe ich zwei weitere Dinge leer gemacht. Und zwar einmal von Aveo Bali Lotus Flüssigseife. Die hatte ich zum Einzug im Januar gekauft. Und die war ganz nett vom Duft her, war halt ein tropischer Duft. Und als der leer war, habe ich dieses Ding weiter benutzt und habe von Aveo die Cremeseife Birne und Pfirsich reingeknallt. Die hatte ich mal bei Müller gekauft, weil sie mir vom Duft gefallen hat und hatte natürlich keinen wiederverwendbaren Seifenspender gehabt. Und dann habe ich es einfach hier reingefüllt. Und übrigens, wenn zwischendurch irgendwelche Flaschen so ein bisschen arg knistig aussehen, ich kann nichts dafür. Wir haben jetzt hier, wo ich wohne, extrem hartes Wasser. Das habe ich im Leben noch nicht gesehen. Wir wohnen wortwörtlich drei Ortschaften weiter von meinem letzten Wohnort. Und da war das Trinkwasser oder das Leitungswasser astrein. Und dann sind wir hier hingezogen und überall Kalk. Richtig heftig. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel. Und zwar habe ich auch leer gemacht von The Body Shop Glazed Apple Shower Gel. Und nein, ich bin keine Drecksau. Es ist einfach so, ich kann das abwischen und abwischen. Nach jedem Duschgang sieht das dann wieder so aus. Guckt mal. Ich zeige es euch mal am Deckel. Seht ihr dieses Weiße? Das ist alles Kalk. Also ich bin hier schon mit Hardcore-Kalkreiniger jedes Mal am Saubermachen. Das ist so krass. Wir haben auch hier so einen Brita-Wasserfilter für unser Trinkwasser, damit wir das nicht abbekommen. Und doch, krass, also so heftig. Und ich gucke mir die Flaschen immer an und denke mir immer so, und naja, gut. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber das hat mich dann doch geschockt. Ich bin nach 12 Jahren im letzten Wohnort doch ein bisschen verwöhnt gewesen, was das Trinkwasser angeht. Und da war das hier für mich schon so ein kleiner Wasserkulturschock sozusagen. Weiterhin bleiben wir mal bei Duschgelen. Habe ich so gut wie leer gemacht oder einfach Schnauze voll gehabt von Warm Cinnamon Nights von Trickle Moon. Das hatte ich noch in meiner Sammlung und ihr seht, da ist noch was drin. Aber Kinders, das ist so eine, wie viel ist hier drin? 500 Milliliter Pulle.
Ich habe so die Schnauze voll gehabt. Ich fand den Duft so toll. Also der Duft ist wirklich schön. Das ist wirklich zimtig und frisch und angenehm, weihnachtlich oder generell für wenn es kalt ist, ist das ein sehr angenehmer Duft. Aber also nee, das wurde mir irgendwann too much. Ich habe es dann einfach aufgegeben. Bei den anderen Düften von Treacle Moon kann ich problemlos die ganze Pulle bis zum letzten Tropfen aufbrauchen. Aber bei Cinnamon Nights, da war mir das irgendwann zu viel. Also fort damit. Ich bin so froh, wenn das dann im Müll landet endlich. Weiterhin habe ich noch gekillt von Balea. Dusche und Creme, pochendes Herz mit, was ist das, dem Duft von Brombeere und Veilchen. Das fand ich sehr angenehm. Also, wie gesagt, dadurch, dass das aus meiner Sammlung kommt, rechnet damit, dass es die Düfte schon bestimmt seit Jahren nicht mehr gibt. Das ist ein so lecker, beeriger Duft gewesen. Ich glaube, da habe ich wirklich dummerweise nur eins von gekauft. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch ein zweites habe, aber ich glaube, ich habe nur eins. Und jetzt ärgere ich mich darüber. Aber nein, ich bleibe standfest. Ich kaufe mir keine Duschgele mehr auf Reserve, bis ich alles aufgebraucht habe. Also ich denke mal so, in 10, 20, 30 Jahren dürfte ich soweit sein. Und ja, das war ein sehr, sehr schöner Duft. Geht's mal... Ach ja, eigentlich wollte ich zu Shampoos übergehen, aber jetzt ist ja noch ein Mann im Haus und der braucht auch auf. Und der hat sein Axe Anarchy aufgebraucht. Und Axe Duschgele finde ich so, so toll bei ihm. Also, oh. Ich kann nicht sagen, generell bei Männern, aber das passt so bei ihm. Und, oh, das ist so toll. Deswegen hatte ich mich so drüber gefreut, dass Yankee Candle Summer Storm rausgebracht hat. Den habe ich ja als Melt Cup und der riecht genauso. Also, ich finde Axe Duschgele, also Mädels oder Kerle, sagt mir mal, ich persönlich finde, die meisten riechen davon alle gleich. Ihr könnt mir 5 verschiedene Sorten hiervon hinstellen. Ich finde, die riechen alle gleich. Gleich gut, aber trotzdem gleich. Och, toll. Jedenfalls super. Jetzt gehen wir aber zu den Shampoos über. Das ist einmal Alberto Balsam Juicy Green Apple Shampoo, was ich, glaube ich, irgendwie seit Jahren immer mal wieder in die Kamera halte bei Aufgebraucht, weil ich das super gerne mag. Es duftet wirklich toll. Und intensiv nach richtig knackigem grünem Apfel. Findet ihr übrigens auf Amazon, falls ihr es sucht. Ich glaube, da findet man es ganz gut. Und ich habe hier noch ein zweites. Ja. Sind 2 verschiedene Verpackungen, ist aber ein und dasselbe Shampoo. Ich glaube, keine Ahnung, das hier ist bestimmt die aktuellere Version oder so davon. Keine Ahnung. Ich habe mir immer, wenn ich nach London gegangen bin, eins mitgebracht. 2 davon habe ich leer gemacht. Ha, wusste ich gar nicht. Krass, habe ich wieder den totalen Überblick verloren. Und dann geht es jetzt weiter mit so ein bisschen Kleingedöns, Shampoo-mäßig. Nach meinem letzten Haarschnitt habe ich von meiner Friseurin von Revlon Be Fabulous Hair Recovery Gedönse mitbekommen. Und zwar ist das einmal ein Keratin-Shampoo und einmal ein Keratin-Conditioner. Beides haben wir ausprobiert, habe ich ausprobiert und hat jetzt nur für eine Anwendung gereicht. Generell finde ich Keratin-Shampoo ganz cool. Da hatte ich, glaube ich, von Revlon noch ein anderes Mal benutzt gehabt, in so einer blauen Flasche, meine ich. Das ist aber schweineteuer, deswegen habe ich mir das nie gekauft. Ich habe das auch irgendwie nur in so einer Pröbchengröße gehabt. Ich fand es okay, aber ich glaube, um da wirklich eine Wirkung zu sehen, hätte ich es längerfristig ausprobieren müssen. Und das ging ja nicht. So. Wir sind so gut wie am Ende und zwar habe ich noch ein Handcreme leer gemacht. Ja, My Coconut Island von Treacle Moon. Das war meine allererste oder beziehungsweise bis jetzt meine einzige Handcreme von Treacle Moon. Ich habe gedacht, ich probiere die mal aus, habe mich total gefreut, wo die rauskam und ich muss sagen, die riecht wirklich gut nach Kokosnuss, also vom Duft her genau wie das Duschgel, finde ich. Und ich fand die okay. Habe sie fast hingeschmissen. Ich fand die okay. Also die war in Ordnung. Die war jetzt nicht herausragend gut. Die war aber auch nicht schlecht. Also so war so gutes Mittelmaß. Also die kann man sich gönnen. Nicht, dass die jetzt so teuer wäre. Und dann habe ich noch ein Parfüm leer gemacht. Beziehungsweise ein bisschen geschummelt dabei. Ich hatte ja mal irgendwann, glaube ich, das in die Kamera gehalten. Ich habe bei uns im Trödelladen um die Ecke der war halb voll oder so 2/3 voll. Ein abgefülltes Parfüm von Escada. Und das habe ich jetzt leer gemacht. Und ich mag Escada so gerne.
Es ist immer traurig, wenn ich einen Duft leer mache. Also ich mache das meistens so, ich habe immer eine Flasche Parfüm bei mir im Rucksack drin und sprühe mich dann jeden Tag immer irgendwie zwischendurch und whenever mal ein. Und dementsprechend brauche ich die gerade auf. Weil wenn ich warten würde, bis ich irgendwie mal ausgehe oder was auch immer, in der Zeit würden meine 20 Parfüms, die hier rumstehen, irgendwie komplett eingehen. Folgedessen mache ich das halt so, dass ich das so für Tagesgebrauch immer eins dabei habe. Und auch wenn die Flasche nicht ganz voll war, ich bin traurig. Ich bin wirklich traurig. Aber gut, ich habe ja noch Prada Candy in der Abfüllung da, dass ich leer machen kann. Ich habe mir jetzt, glaube ich, meinen Love's Baby Soft, da habe ich zwei Flakons von. Das ist ein US-Duft aus Amerika, den es leider hier nicht gibt. Der riecht ganz lecker nach Babypuder. Habe ich mir jetzt aktuell in den Rucksack geschmissen, da bin ich mal gespannt. Der dürfte auch bald leer sein, weil in dem Flakon auch nicht mehr viel drin ist. Und ja, das war es auch schon von meinem Hilfe, ich muss aufbrauchen. Ich denke, ich bin einen klitzekleinen Schritt weiter, meine ganzen Vorräte aufzubrauchen. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht nur meine eigenen Duschgele gebunkert, ich habe auch, glaube ich, so 4, 5, 6 Axt-Duschgele für meinen Freund irgendwie mal beiseite geschafft gehabt. Folgedessen, ja, sind die Sachen halt auch dabei in der Zukunft. Ich wünsche euch noch was und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.